Ja, Herz allerliebst. Ja, herzlich willkommen zu meinem Nachmittagsvortrag Dingsbums zum Thema Joomla überall da, wo man Deutsch spricht. Icke komme aus Köln. Ich bin David Jardin, schon seit geraumer Zeit in der Joomla-Community hier und da mal unterwegs gewesen. Das Bild zum Beispiel ist von der Joomla World Conference 2013 in San Francisco. Wer da noch nicht war, das kann man sich mal antun. Ansonsten seit 2006 auf irgendwelchen Joomla Days unterwegs, seit 2004 im damals noch Mambo Forum unterwegs. Also Joomla und ich, wir haben eine Geschichte miteinander, ist schon ein paar Tage her. Inzwischen hat mich die Geschichte ins Joomla Community Leadership Team geführt. Das ist eins der drei noch vorhandenen, existierenden Leitungsgremien quasi auf internationaler Ebene. Das klingt jetzt ganz groß, ist es aber nicht. Ist einfach nur ein nettes Ründchen. Das ist ein Bild vom Joomla Beyond letzten Jahr mit meinen Teamkollegen. Und ja, ich bin Webentwickler, bastel gemütlich Kundenprojekte vor mich hin und nebenbei jette ich halt auf meinem heißen Bike oder sowas durch die Republik und besuche Events, veranstalte Events und ja, macht den Spaß. Ich habe euch was mitgebracht, nämlich ein A bis Z der deutschsprachigen Joomla Community. Das werden jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, 26 Folien. Bei einigen habe ich das Bedürfnis, mindestens 15 Minuten zu reden, von daher wird das jetzt zeitlich interessant, aber ich bin mir sicher, wir werden das gemeinsam hinkriegen. Das A bis Z startet bei A wie alle zusammen. Das scheint offensichtlich zu sein, ist in der deutschsprachigen Joomla-Community aber erst, ja, ich würde sagen, so seit zweieinhalb Jahren überhaupt möglich, weil historisch gewachsen gab es so den einen oder anderen Grabenkampf. Der Betreiber von dem einen großen Portal, der konnte sich mit dem anderen Newsseitenbetreiber partout, das ging gar nicht miteinander und dementsprechend hat der Portalseitenbetreiber dann die Domain des Newsseitenbetreibers bei ihm im Forum gesperrt und dann konnte man das nicht verlinken und also kranken Scheiß, konkurrierende Vereine, das volle Programm. Und es hat echt ewig gedauert, bis wir so weit waren, dass die Verstrahlteren der Verstrahlten so weit aussortiert sind, dass inzwischen Community-Arbeit möglich ist. Dass man an einem Strang zieht und dass man abends gemeinsam ein Bier trinken kann, ohne dass der eine dem anderen den Teufel an den Hals wünscht oder wie das Sprichwort auch immer geht. Pest, ne? Egal. Das nächste im A bis Z ist dann B wie Broschüre. Das ist etwas, was wahrscheinlich kaum jemand weiß. Es gibt eine offizielle deutschsprachige Joomla-Broschüre. Die haben wir, in dem Fall der Joomla Beyond TV, vor ein paar Jahren mal aufgelegt. Ich glaube, vorletztes Jahr, ich weiß nicht, ist ein paar Tage her, aber immer noch hochaktuell. Da steht nicht viel drin, aber das ist bewusst so. Das ist so ein richtiges Hochglanzheftchen, wie man das so auf Messen sonst in die Hand gedrückt bekommt, mit erhabenem Druck und so das volle Programm in Sachen kranker Marketing-Shit, ist genau dafür da, wenn man als Agenturmensch oder sonst wo beim Erstgespräch sitzt und dem Kunden zum Schluss noch irgendwas über Joomla mitgeben will. Und das sieht toll aus und ja, ist ein schönes Ding. Wir haben da noch eine Ladung von übrig und wir haben den festen Plan, davon jetzt nochmal 3 Kubikmeter nachdrucken zu lassen. Und dann wird es möglich sein, die zum Selbstkostenpreis über Joomla.de zu bestellen und dann verteilt es in der Welt, machen wir Joomla groß. Das zweite ist etwas brandneues, gab es so, glaube ich, in der Joomla-Community nämlich noch nicht. Die deutschsprachige Joomla-Community veranstaltet ein Camp, eine Unkonferenz, so nennt sich das. Unkonferenz, wie der Robert, glaube ich, heute Morgen schon sagte, ist eine Konferenz für jemanden, der zu faul ist, ein ordentliches Programm zusammenzustellen. Soll konkret heißen, am 27. Februar 2016 treffen sich morgens, ich hoffe, so zwischen 120 und 150 Leute in Essen im Unperfekthaus und setzen sich gemeinsam zu einer Eröffnungssession. Da gibt es ein bisschen Willkommenspalaver und dann setzen wir uns alle vor einen großen Beamer oder ein Whiteboard oder ich weiß noch nicht was, irgendwas, was alle sehen können. Und dann ist jeder dazu aufgerufen, etwas beizusteuern, was er A, total gerne hören würde. Und da macht man irgendwie Striche hinter oder Punkte oder was weiß ich. Auf jeden Fall, wir sammeln, was man gerne hören will. Und ich garantiere, dass wir für jedes Thema auch vor Ort jemanden finden, der was darüber erzählen kann.
Und dadurch habe ich nicht den ganzen Vorbereitungsschwachfug vorher an der Backe. Und gleichzeitig haben wir tatsächlich mal nur Vorträge vor Ort, die auch wirklich jemand hören will. Glaube ich, ist ein interessantes Modell. Ist in anderen Communities schon erprobt, dort bewährt. Der Kollege von WordPress kann da sicherlich nicken, wenn er denn zuhören würde, aber der Tipp verzweifelt in seinem Handy. Ist auch nicht so schlimm. Ne, Sven? Ich habe mir gerade einen Termin aufgeschrieben. Genau. Ticket kostet 30 Euro. Wie gesagt, ist der erste Versuch, das zu machen. Und wenn man jetzt hier beim Joomla Day so ein bisschen auf den Geschmack gekommen ist, kann ich das nur empfehlen. Ich glaube, das wird eine nette Geschichte. Ansonsten, die zweite brandneue heiße Scheißgeschichte ist ein Chat für die deutschsprachige Community. Chat in dem Fall nicht im Sinne von Support-Chat oder wie ist denn das Wetter so bei dir, Chat, sondern Chat für all diejenigen, die sagen, ich möchte mich in der deutschsprachigen Community einbringen. Irgendwie. Man muss noch nicht unbedingt schon jetzt die konkrete Idee haben, man muss noch nirgendwo involviert sein. Was für uns zählt, ist der Wille, das machen zu wollen. Wer da Interesse hat, bitte eine E-Mail an david.jardin@community.joomla.org. Adresse kommt auch nachher nochmal. Dann schmeiße ich euch da in den Chat mit rein. Das läuft in einer Software, die heißt Glip. Keine Ahnung, wer sich den Namen ausgedacht hat, ist wie BlaBlaCar, wenn das jemand kennt, ist genauso bescheuert. Das ist ein Tool, das setzt das offizielle Joomla-Projekt ein. Wir können da so viele Menschen reinschmeißen, wie wir wollen, bis es explodiert. Ich fürchte, diesen Punkt werden wir irgendwann erreichen, aber das soll ja dann nicht unser Problem sein. Aktuell, glaube ich, sind wir da so Pi mal Daumen 50 Leute oder sowas. Unter anderem zum allerersten Mal die drei Vereinsvorstände der drei deutschsprachigen Joomla-Vereine in einem Raum. Gab es bis dahin noch nicht. Völlige Neuheit. Und auf dem Screenshot sieht man gerade, wie wir das ABC für diese Session hier zusammenstellen. Sehr schön, was Kooperatives und so. Dienstleister. Da gibt es in Joomla wie Sand am Meer von welche in Deutschland, also egal, Satz komisch. Das Problem ist, finden wir zumindest, dass es relativ schwierig ist, da die stets Bemühten von den stets Fähigen zu unterscheiden. Und deshalb wollen wir so eine Art offizielles Dienstleisterverzeichnis für den deutschsprachigen Raum aufbauen. Wir ist in dem Fall Joomla.de im ersten Schritt, weil wir da gerade an einem Relaunch arbeiten. Und wir haben uns lange den Kopf darüber zerbrochen, wen man denn da jetzt reinlässt und wen nicht. Das ist ja dann bei einem offiziellen Dienstleisterverzeichnis irgendwann die interessante Frage. Unsere Lösungsidee ist zu sagen, du kommst ins deutsche Verzeichnis, wenn du im internationalen Dienstleisterverzeichnis bist. Und das internationale Dienstleisterverzeichnis hat eigentlich nur eine im ersten Moment relativ simple Hürde, die, glaube ich, aber sehr viele Idioten schon ausfiltern wird, nämlich du musst nachweisen, dass du etwas zur Community beiträgst oder beigetragen hast oder irgendwie sowas in die Richtung. Poste den Link zu deinem Foren-Account, wo du den 17 Leuten geholfen hast. Poste den Link zu der User-Group, die du unterstützt. Irgendwie sowas in der Richtung. Man muss etwas beitragen, um dort gelistet zu sein. Außerdem hat das für uns den sehr charmanten Nebeneffekt, dass wir mit niemandem rumdiskutieren müssen, warum er denn da drin ist oder nicht. Das kommt jetzt im nächsten Schritt. Wer programmiertechnisch nicht ganz unbegabt ist, da bräuchten wir noch so eine kleine Erweiterung, um die Dienstleister zu verwalten. Das müsste man noch kurz zusammenzimmern oder so. Dokumentation ist das weitere Stichwort unter D. Da geht es um die offizielle Joomla-Dokumentation unter docs.joomla.org, wo ein sehr kleines Team aktuell stetig dran arbeitet, die offizielle Dokumentation in Deutsch zu übersetzen. Die haben schon echt viel gemacht. Aber da die Joomla-Dokumentation aktuell 5.553 Einzelseiten hat, ist da auch immer noch ein bisschen Luft nach oben. Das Schöne an dieser Aufgabe ist, das kann eigentlich ein deutschsprachiger dressierter Schimpanse. Egal, was ihr sonst könnt oder nicht könnt, übersetzen kann man echt machen. Das ist so eine richtig schöne Low-Level-Einstiegsgeschichte und es ist eine Geschichte, die wirklich einen riesen Gewinn für die deutschsprachige Community hat, weil wir ansonsten, ja, da gibt es dann irgendwie das Portal mit einem Tutorial und hier gibt es mal einen FAQ-Beitrag, aber so diese eine zentrale Plattform, wo Hilfe gesammelt wird, haben wir im Deutschsprachigen eigentlich nicht und das bietet sich an, dass das sowas werden könnte. Wer da Interesse dran hat, es gibt im Glip, dieses Chattings, was wir eben gesehen haben, ein Team, wo sich die deutschsprachigen Übersetzer gerade sammeln.
Facebook. Auch da passiert deutschsprachiges Joomla-Menscheln. Es gibt die Joomla-Deutschland-Facebook-Gruppe, wo wir aktuell sage und schreibe 863 Menschen drin sind. Da läuft immer mal wieder so Werbeschmu und so Zeug durch, aber eigentlich ist das eine, wie ich finde, sehr nette Plattform. Das, was da am meisten passiert, ist, dass Menschen tatsächlich irgendwelche Hilfe, helft mir bitte, Geschichten posten. Denen wird dann immer verhältnismäßig nett geholfen, wenn sie sich einigermaßen freundlich anstellen. Und ansonsten passiert da tatsächlich auch einfach Community-Arbeit. Wer hat denn nicht mal Lust, mit mir dort und dort eine User-Group zu gründen? Das, was früher teilweise viel in Foren passiert ist, hat sich ein Stück weit einfach auf dieses Medium verlagert. Ich persönlich bin da nicht immer so ganz happy mit, gerade was so Support-Sachen angeht, weil die sind dann für 12 Stunden oben an der Pinnwand, danach sind sie unten, dann sieht sie nie wieder jemand. Man beantwortet dieselben Fragen immer wieder. Aber auf der anderen Seite kann man es sich ja auch nicht aussuchen. Wenn die Fragen da gepostet werden, muss man sie halt auch da beantworten. Das Leben ist da hart, aber ungerecht. Foren ist dann nämlich direkt das Anschlussthema. Da gibt es eine ganze Ladung von. Ich versuche jetzt im Folgenden mal, die einigermaßen neutral darzustellen, so schwer es mir auch fällt. Forum.joomla.org ist das offizielle Joomla-Forum, da gibt es eine deutschsprachige Sektion. Neutral und objektiv betrachtet würde ich sagen, da ist nicht immer so ganz viel los. Deutsches Joomla-Forum, da bin ich drüber gestolpert, auch bei der Recherche, ist ein etwas kleineres Forum, das maßgeblich von einem Menschen vorangetrieben wird, bei dem ich zeitweise den Eindruck habe, er nutzt dieses Forum primär, um seine Dienstleistungen dort unterzubringen. Wie gesagt, so objektiv wie möglich. Joomlaforum.de verhält sich ähnlich. Interessanter, glaube ich, sind die 4 Verbleibenden. Da haben wir zum ersten die binäre Sondermüllhalde Joomlaportal.de. Lange Zeit das größte deutsche Joomla-Forum überhaupt, hat in letzter Zeit aber mit leichten Moderationsproblemen zu kämpfen, um das mal ganz nett zu sagen. Man kann da einfach sagen, der Betreiber meldet sich nicht mehr, der ist schlicht und einfach nicht erreichbar. Es gibt noch einen Moderator, der ab und an mal den Spam löscht, aber ansonsten ist da administrativ der Ofen aus. Und was mich als Community-Mensch sehr ehrlich doch sehr ärgert, ist, dass der Betreiber dieses Forums durch die Werbung, die er da schaltet, seit Jahren massivst, wirklich eigentlich so, dass er davon leben kann, von diesem Ding profitiert hat, ohne nennenswert irgendetwas zum Projekt beizusteuern. Das war für uns auch die Hauptmotivation zu sagen, man startet unter der Domain joomla.de ein eigenes Forum. Da ist der Tom zufällig da, der quasi der Projektleiter für Forum joomla.de ist. Schaut da mal vorbei. Ich finde, wir haben es da bisher hinbekommen, das nach zu so einer sehr netten Geschichte zu machen. Die Atmosphäre ist ganz nett, wenig Spam und den Leuten wird geholfen und das ist eigentlich so, wie ein Forum sein soll. Toll. Die Kollegen aus der Schweiz, die haben auch ein eigenes Forum. Da kann ich nicht so viel zu sagen, weil da bin ich nicht so oft. Schweizer da, die was dazu sagen können. Ja, schieß los. Ich glaube, es ist leider nicht so, aber es ist auch sehr aktiv. Wunderbar. Ja, 179 Leute. Online. Ja, online, ja. Boah. Wenn das stimmt. Also gut, ist halt auch schon mal. Ja, aber ich meine, das sind 7-mal so viele wie in diesem Raum, das ist schon mal eine kräftige Ansage. Und das letzte ist forum.joomla-nafu.de. Das ist ein Forum, die haben ein etwas besonderes Konzept. Wenn man da eine Frage stellt, wird bewertet, ob die fragenswürdig ist. Idee dahinter ist, man möchte vermeiden, dass im Forum Sachen immer wieder quasi wiederholt werden. Stattdessen werden neue Fragen einmal zugelassen, einmal beantwortet und wenn dann eine Doppelung dieser Frage kommt, wird man darauf verwiesen, dass es das schon gibt. Das ist ein Forum, wo ich den Eindruck habe, dass der Großteil der Inhalte sich eher an fortgeschrittene Nutzer richtet, wenn man das mal so vorsichtig sagen kann. Da verlieren sich wenig Anfänger drin. Ja, ist wie mit allem bei Joomla im deutschsprachigen Bereich, es gibt immer mindestens 5 von. Der Garden, der CMS-Garden ist etwas, wo die deutschsprachige Joomla-Community mit dabei ist und wo Sven und Markus heute dekorativ die entsprechenden Schürzen und die Hüte anhaben. Der CMS-Garden ist ein Zusammenschluss, ja, sozusagen der deutschsprachige Open-Source-CMS-Dachverband. Da haben sich so Content-Management-Systeme wie
Contao, Contenido, Django, Drupal, Joomla, OpenCMS, WordPress, Typo3, Contenido, wen habe ich vergessen? Scientific CMS, Redaxo, Magnolia war da auch mal ein paar, viele. Ich habe den genauen Überblick verloren, aber es sind so zwischen 10 und 12 und alle, die was können, sind dabei. Wenn man unsere Marktanteile im CMS-Markt zusammenschmeißt, ist man bei 85% im CMS-Markt und ungefähr bei einem Drittel von dem, was der Normalmensch als das Internet bezeichnet. Die sind quasi alle da mit in dieser Runde drin und der Garden hat zwei Hauptgeschichten, die er vorantreibt. Das eine ist so ganz stinkend langweilige Lobbyarbeit bei irgendwelchen anderen Verbänden, auf Mitgliederversammlungen teilnehmen und immer schön den Arm heben, wenn der Vorstand entlastet werden soll. Das klingt im ersten Moment relativ dröge, öffnet uns aber immer mal wieder Türen. Also wir sind zum Beispiel über den CMS-Garden Mitglied im ECO-Verband, der Verband der deutschen Internetwirtschaft. Für die waren wir dann in dem Zusammenschluss doch irgendwie interessanter, als wenn Joomla alleine da aufläuft. Und über den ECO-Verband wiederum sieht das jetzt so aus, als würden wir eine Kooperation mit dem Bundeswirtschaftsministerium und der TU Dortmund, irgendwie sowas in der Richtung, also eine Uni ist auch mit dabei, im Bereich Web Security aufziehen. Und das BSI ist dann irgendwie auch noch mit jemandem mit im Board. Ganz, ganz buntes Ründchen und da wären wir ohne den CMS-Garden nie rangekommen. Das Zweite, was im CMS-Garden passiert, das ist der Teil, wo wir dann auch sichtbar sind, ist, dass wir Marketingarbeit betreiben, im Sinne von, wir gehen auf Messen. Wir stehen auf der CeBIT, wir da stehen eigentlich überall uns die Füße platt, tragen dabei die Hürte und Schützen, Schürzen und Hüte, ne? Ja, so rum, genau. Sind dementsprechend sichtbar und erzählen immer, benutzt nicht, jemand von 1&1 da? Ja, doch. Benutzt natürlich den 1&1 Homepage-Baukasten, aber vielleicht noch lieber ein Open-Source-CMS. Oder so. Okay. Wix.com nicht, Jim, du auch nicht. Das zweite Unternehmen, wie Google in dem Fall. Es gibt eine auf dem sterbenden Portal Google Plus gibt es eine noch lebende Joomla Deutschland Community. Da ist mein Eindruck, dass es da ruhiger geworden ist, was wahrscheinlich auch einfach der Tatsache geschuldet ist, dass es auf Google Plus an sich ruhiger wird. Wenn ich es richtig im Kopf habe, soll das Ding ja auch immer eingestampft werden. Von daher kann man das als Information jetzt noch hinnehmen und dann kurz und schmerzlos beerdigen. Joomla Days gibt es dieses Jahr, Halleluja, zwei im deutschsprachigen Raum. Auf dem einen sitzt ihr gerade und zu dem anderen könnt ihr gehen. Der ist nämlich am 20. und 21. November in Wien. Die Kollegen aus der österreichischen Community haben sich zusammengetan und bauen da jetzt einen Joomla Day auf. Die Sigrid, die das Ganze organisiert, ist auch heute irgendwo da, auch morgen noch, aber jetzt nicht in diesem Raum. Wer da Interesse hat, kann mich nochmal anspringen, damit ich sie zeige. Ich glaube, ich würde eine sehr nette Geschichte. Ich selber bin auch vor Ort und ich finde es schön, dass es da jetzt einfach noch ein Event mehr im deutschsprachigen Raum gibt. Ansonsten, wenn ihr denkt, ihr seid der englischen Sprache einigermaßen mächtig, so dass es reicht, ich weiß nicht, sich problemlos durch den Flughafen zu navigieren, kann es sinnvoll sein, auch mal an einem nicht deutschsprachigen Joomla-Event teilzunehmen. Der Alex Metzler hat es eben schon gesagt, das erst wenn man auf einem internationalen Event ist und plötzlich neben jemandem sitzt, der aus Neuseeland 17, 18 Stunden nach Deutschland geflogen ist oder nach Tschechien oder wo auch immer, nur um mit dir zu reden und dort ein Bier zu trinken. Erst dann versteht man, was Joomla und Community und weltweit eigentlich bedeutet. Das macht was mit einem, kann ich nur sagen. Und um uns herum gibt es echt genügend Joomla Days. Die Kollegen in den Niederlanden haben einen, der ist auch sehr nett, kann ich nur jedem raten. In der Schweiz, glaube ich, haben wir dieses Jahr keinen, vielleicht nächstes Jahr, mal gucken. Österreich, wie gesagt, in Frankreich gibt es einen, in Polen gibt es einen, Tschechien, glaube ich, ist schwierig. Auf jeden Fall Dänemark, glaube ich, haben wir noch einen. Also da sind genug Möglichkeiten da, kann man mal hinfahren. Magazin, auch da eine Möglichkeit, deutschsprachig tätig zu werden. Das offizielle Joomla Community Magazine findet sich unter magazine.joomla.org und dort gibt es als offizielle Sprachvarianten eine englische und eine spanische Sektion. Es gibt aber auch versteckt und hier, glaube ich, auf dem Screenshot jetzt mal ausnahmsweise nicht da,
in der englischen Ausgabe einen Bereich für internationale Artikel. Und da kann man deutschsprachige Artikel einsenden und die werden dort veröffentlicht. Das Magazine wird sehr, sehr viel gelesen. Da werden auch tatsächlich Artikel immer über den offiziellen @Joomla-Twitter-Account rausgehauen. Und thematisch sind da wenig Grenzen gesetzt. Die einzige Ansage, die es da offiziell gibt, ist: bitte keine Werbung. Also wer über sein eigenes Produkt lobhudelnd schreiben will, ist da nicht an der richtigen Adresse. Bei allem anderen sind aber fast keine Grenzen gesetzt. Wer also denkt, so ein Schreiberhändchen zu haben, herzliche Einladung, da die Sachen einzuschicken. Die sind über jeden Artikel sehr froh. Messen ist ein Thema, was ich eben schon kurz angehauen habe. Wir stehen uns republikweit die Füße platt. Zum ersten bei der Frostcon. Das ist ein Event in der Nähe von Bonn, eine Open-Source-Messe. In die gleiche Kategorie fällt der Linux-Tag, der jetzt, glaube ich, lange Zeit in Berlin war, dieses Jahr ausgesetzt hat und nächstes Jahr eventuell wiederkommen soll. Die Open Rhein-Ruhr ist im Ruhrpott. Dann gibt es in Chemnitz noch die Chemnitzer Linux-Tage, die ich jetzt hier vergessen habe. Da ist das Catering so gut, dass sie sie auch liebevoll Chemnitzer Catering-Tage nennen. Und dann gibt es halt offizielle Messen, in Anführungszeichen. Die Internet World ist in München, die DMS Expo in Stuttgart, die CeBIT in Hannover. Das sind die Events, wo man sich die Lippen wundreden kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist tatsächlich immer Andrang. Und die World Hosting Days sind so eine Spezialgeschichte. Das ist das große Klassentreffen der internationalen Hosting-Industrie. 3000 Leute, die sich 3 Tage im Europapark Rust treffen. Das ist auf der Deutschlandkarte ganz unten links. Sehr interessantes Event, weil man da mal so einen Einblick bekommt, dass viele Hoster ihre Server nicht aus bösem Willen verhunzen oder verkonfigurieren, sondern weil sie es einfach nicht besser wissen. Also da kann man tatsächlich noch Bildungsarbeit leisten. Bei unseren Sponsoren ist natürlich alles super. Ich rede immer von anderen. Das ist in dem Fall wirklich so. Also ich bin ja echt käuflich, aber da nicht. Overrides ist ein Projekt, was gerade ungefähr 2 Räume weiter vorgetragen wird. Das ist das Projekt j-over.de, ein Verzeichnis, wo man Template-Overrides beisteuern kann. Template-Override ist so ein, in der Regel irgendein Schnipselcode, der irgendwas, was Joomla standardmäßig ausgibt, in irgendwas anderes umbaut. Und bisher war es gang und gäbe, dass jeder Entwickler seine Overrides zusammenzimmert und dann packt er sie in die Schublade und denkt sich, habe ich gut gemacht. Das war aber irgendwie suboptimal, weil man könnte die auch teilen. Dann hat man sich an dieses Open Source und so erinnert und gedacht, hey, weißt du was, lass doch mal so ein Portal bauen, wo ich meine Overrides reinstellen kann und dann haben vielleicht noch was andere davon. Und das ist auf dem Joomla Day letztes Jahr, gab es da so den Kick-Off, den initialen Anschub. Inzwischen, glaube ich, der Screenshot ist nicht ganz aktuell, sind die so bei 20 Overrides angelangt. Da sind ganz interessante Sachen bei, um aus dem, was weiß ich, um aus dem normalen Beitragsmodul einen Kalender zu machen und so Sachen. Echt, kann man mal reinschauen. Wer sowieso noch 3 bis 4 Overrides in der Schublade hat, sehr herzliche Einladung, das beizusteuern. J-Over hat dieses Jahr auf der internationalen Konferenz Jane Beyond den Innovationspreis für die Joomla-Community gewonnen, weil das eigentlich eine sehr geile Idee ist, wo wir sich alle Beteiligten gefragt haben, wieso man da nicht vorher drauf gekommen ist. J-over.de, also das da ohne das Ausrufezeichen mit .de hintendran. Pizza Bugs and Fun ist ein Event, wo ihr wahrscheinlich quasi vor der eigenen Haustür die Möglichkeit habt, Joomla besser zu machen. In der Joomla-Entwicklung ist es so, wenn jemand einen Fehler findet, wird der in so einer zentralen Seite eingetragen, der Bug-Tracker, so nennt sich das. Das schmeißt man dann da rein und dann kommt ein Entwickler um die Ecke und sagt, hey, das klingt interessant, den behebe ich mal kurz. Dann schreibt er so eine Fehlerbehebung, das Ding nennt sich Patch und das Joomla-Projekt hatte in der Vergangenheit eine gewisse Historie damit, solche Patches dann einfach mal ungesehen und unbetrachtet irgendwo in den Core zu werfen. Dann hat man das veröffentlicht und dann musste man am selben Tag wieder eine neue Joomla-Version veröffentlichen, weil in der Fehlerbehebung 2 neue Fehler drin waren. Dementsprechend hat man sich überlegt, hey, vielleicht sollten wir diese Patches vorher mal testen. Und dementsprechend gibt es die Auflage, dass man, wenn man als Entwickler ein Patch einreicht,
dieser Patch erst von 2 anderen Menschen getestet werden muss, bevor er in den Core kann. Genau, am besten erfolgreich getestet, das hilft ganz enorm. Ja, ihr lacht, aber da werden so viele Patches müssen nochmal in eine zweite Runde, weil irgendwer irgendwas übersehen hat. Das ist wirklich ständig so. Ich frage mich immer, wie das vorher überhaupt funktioniert hat. Und genau dieses Testen ist aktuell quasi so einer der Hauptflaschenhälse in der Joomla-Entwicklung. Es gibt jede Menge Leute, die Patches beisteuern. Wir haben aktuell, ich muss es nochmal nachgucken, ich meine irgendwas um die 300 bis 400 offene Patches und die warten alle auf diese 2 Tests. Bei einem Teil dieser Patches, ich würde mal schätzen, so ein Drittel bis die Hälfte, liegt es einfach daran, dass der Entwickler vergessen hat zu erzählen, wie man das denn testen kann. Aber bei der anderen Hälfte scheitert es schlicht und einfach dran, dass niemand hingeht und den Klickanweisungen folgt. Das Charmante dran ist, die Tests, um zu testen, muss ich nicht viel können. Da stehen Anweisungen bei, sowas wie, klicke da drauf, sehe, dass da blau steht, spiele den Patch ein und sehe dann, dass da rot steht. Und dann schreibt man drunter, hat funktioniert. Und dann kommt noch einer und schreibt, hat funktioniert und dann ist es drin. Und dann ist Joomla wieder ein Stückchen besser geworden. Das ist der Prozess des Bugfixen. Und weil wir da ein Problem haben, veranstalten wir jetzt zum zweiten Mal ein Pizza Bugs and Fun Event, wo die Joomla User Groups vor Ort sich einen Samstag lang treffen, in dem Fall der 24. Oktober. Da geht es morgens um 10 los. Ihr lauft dann da mit eurem Laptop hin, setzt euch an den Tisch vor den Beamer und dann gibt es erstmal von zentraler Stelle aus einen Crashkurs, wie dieser Prozess funktioniert. So, was muss ich bei mir lokal auf dem Rechner haben? Ein Joomla, ah, okay, verstanden. Auf welchen Knopf muss ich drücken? Und da wird man da so Schritt für Schritt durchgeführt. Und dann geht es den Tag lang drum, tatsächlich was zu testen und dieses Wissen zu verfestigen. Das haben wir im Februar schon mal gemacht und hatten 120 bis 130 Teilnehmer, die da im deutschsprachigen Raum mitgemacht haben, was uns mit gigantischem Abstand zum größten Pizza Bugs and Fun Event aller Zeiten gemacht hat. Deshalb wollen wir das im Oktober nochmal machen. Die namensgebende Pizza ist natürlich auch mit dabei. Herzliche Einladung auf joomla.de gibt es einen Artikel, wo genau das beworben ist. Und da ist auch eine Liste mit den User Groups, die teilnehmen. Aktuell, glaube ich, sind es so 10, 12 oder sowas. Vor Ort ist garantiert was mit dabei. Und dadurch, dass es den ganzen Tag lang ist, kann man auch mal 80 Kilometer fahren. Leicht gesagt, wenn man es vor der Haustür hat. Presse ist ein witziges Thema, wo du gerade dazugekommen bist, ist ein Feld, wo sich die Joomla-Community, gerade die deutschsprachige, aktuell noch, wie sage ich das jetzt mal nett, ein wenig schwer mit tut. Wir betreiben nämlich keine Pressearbeit. Nada, niente, noch weniger als das. Und das ist schlecht, weil Joomla aus seinen früheren Zeiten, und frühere Zeiten soll vor allen Dingen heißen 1.0er-Zeiten, frühe 1.5er-Zeiten und vor allen Dingen die Zeitenwechsel 1.5 auf 2.5. In diesen Zeiten hat Joomla sehr, 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 sehr viele Leute verloren. Muss man sehr ehrlich sagen. Entwickler, die sich Joomla 1.0 angeguckt haben, haben einmal die Haube aufgemacht und gedacht, und Haube wieder zu. Und dann waren die fort. Dass Joomla 1.0 von damals mit dem heutigen Joomla 3.0 nichts mehr zu tun hat, haben die nicht mitbekommen. Sie würden es aber wahrscheinlich mitbekommen, wenn in dem Fachmagazin, das sie sowieso lesen, mal ein Artikel über Joomla 3.0 drinstehen würde. Da wir als Community aber unglaublich faul bisher waren und nie Pressekontakte gesucht haben oder gar, Gott bewahre, mal einen Artikel geschrieben haben und versucht haben, den irgendwo unterzubringen, ist das einfach was, was bisher nie passiert ist. Und das ist was, das wollen wir fürs nächste Jahr endlich mal angehen. Wer von euch sagt, ich habe, was weiß ich, journalistische Vorkenntnisse, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der bei der CT arbeitet oder sowas, meldet euch gerne bei mir auch direkt. Wir wollen dafür das nächste Jahr eine Arbeitsgruppe aufbauen, damit das mal weniger blöd wird mit uns. Roadshow ist ein anderes Traumprojekt, an dem wir jetzt seit ein paar Wochen basteln. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee. Da geht es, ist zumindest bei einem solchen entstanden. Idee ist, lasst doch mal quer durch die Republik gurken und den Menschen vor Ort zeigen, was Joomla kann.
Und weil das blöd ist, wenn jeder mit seinem Privatauto fährt, haben wir die aberwitzige Idee, wir kaufen so einen alten Gelenkbus von Verkehrsbetrieben XY, kleben riesen Joomla-Logos drauf, schrauben einen großen Flatscreen innen rein und dann gurken wir damit durch die Republik. Hinten macht man irgendwie einen Schlafbereich rein, damit die Leute, die da mitgurken, sich da reinlegen können und dann wird das eine total coole Aktion. Und den Bus verleihen wir an die europäischen Communities und dann haben wir was richtig Geiles. Das ist eine total bescheuerte Idee. Das hat noch keine andere CMS-Community überhaupt gemacht. Aber weil die so bescheuert ist, glaube ich, wird die funktionieren. Und für bescheuerte Ideen findet man immer am leichtesten Sponsoren. Von daher hat das eine reelle Chance zu funktionieren. Wenn ihr Lust habt, da mitzumachen, ebenfalls bei mir melden. Wir suchen da dringend jemanden, der sich mit Bussen auskennt. Oder? wir haben überhaupt kein... Was? Zum Beispiel, also da stellen sich so ganz praktische Fragen wie, wenn man dann so einen Bus hat und da sind zum Beispiel, da bräuchte man ja theoretisch, braucht man ab 9 Sitzen so einen Personenbeförderungsschein. Wenn man da aber die Sitze rausschraubt und da sind nur noch 9 drin, geht das dann auch mit dem normalen LKW-Führerschein, weil man wahrscheinlich viel mehr LKW-Fahrer im Bekanntenkreis hat als Busfahrer. Ist dann immer noch die Frage, ob ich meinen Onkel, der das letzte Mal 1873 beim bunten LKW gefahren hat, an unseren Joomla-Bus setzen will. Aber die Idee ist einfach der Hammer. Und Klammer auf, Klammer zu, mein großer Traum ist es, bei der DrupalCon mit diesem Joomla-Bus einfach auf dem Parkplatz aufzuschlagen. Ich glaube, das wird cool. Sicherheit ist noch so ein Thema, wo man sich deutschsprachig einbringen kann und auch deutschsprachig Informationen bekommt. Es gibt nämlich vom Kollegen Christian Schmidt und vom Jan Erik, beide hier auf dem Event, beide nicht im Raum. Ups. Ja, du warst versteckt. Und ich habe meine Brille nicht an. Gibt es das wunderbare Projekt joomlasecurity.de? Bei euch kann man sich doch bestimmt auch einbringen, ne? Wenn man noch unbedingt einen tollen Security-Tipp hat, siehste. Ja, da, wer noch einen tollen Security-Tipp hat, da sitzt da, schnappt ihn euch. Die sind wirklich sehr bemüht, diesmal bemüht ohne ironisch, da schöne Sachen sind zu stellen. Da ist übrigens ein Typo, da fehlt ein S, wo ich es gerade sehe. Ist mir beim Screenshot machen auch nicht aufgefallen. Bitte was? Echt? Sehr gut. Dann machen wir Joomla Security Pizza Bugs and Fun. jspbf.de. User Groups ist die einfachste und in meinen Augen einsteigerfreundlichste Möglichkeit, mit der Joomla Community in Kontakt zu kommen. Als ich für diesen Vortrag recherchiert habe, habe ich in Deutschland 2 gefunden, die ich noch nicht kannte. Dachte ich eigentlich, gibt es gar nicht, aber dem war tatsächlich so. Es gibt eine Usergruppe in Aachen, von der ich nichts wusste, und eine im Wendland. Die werde ich mal beide besuchen fahren. Ansonsten, ihr merkt, die Liste ist relativ lang geworden. Ich glaube, wir sind jetzt bei 21, 23, irgendwie sowas. Es muss was Ungerades sein, sonst wird das passen. Irgendwie sowas in der Größenordnung. Das ist für den gesamtdeutschsprachigen Raum mittlerweile schon ganz okay. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass Holland, die Niederlande, die sind ungefähr so groß wie dreimal das Saarland, die haben 16 User Groups auf diesem aberwitzig kleinen Fleckenland. Da ist noch Luft nach oben. Vor allen Dingen, wer sich die Deutschlandkarte anguckt, es gibt einen Streifen, den ich liebevoll als den Joomla-Todesstreifen bezeichne. Der zieht sich einmal so aus dem Nordwesten, hier so, was ist denn da oben? Eigentlich nichts, deshalb ist da wahrscheinlich keine User Group. Was? Genau, da wo der Konstantin wohnt, da fängt der Streifen an, zieht sich einmal quer drüber, so über Hannover, was kommt dann da noch? Braunschweig ist da irgendwo, ne? Dresden, Leipzig, Chemnitz, gar nichts. Er wehrt sich sehr erfolgreich jeglicher Juckbelebungsversuche, die wir da seit jeher gestartet haben. Ich glaube, in Hannover soll jetzt was kommen. Ich bin sehr gespannt. Ansonsten, wer sonst im Todesstreifen wohnt, ihr seid nicht allein. Versucht es einfach mal. Ich gebe sehr gerne Starthilfe. Da geht was. Dieser Streifen macht mich echt depressiv. In Österreich gibt es genau eine, nämlich in Wien, aber ich bin mir sicher, auch da werden welche dazukommen. In der Schweiz haben wir, was? Mehr? Nur Zürich. Nee, Zürich ist da, Aargau ist da auch da, ne? Waren wir da noch? Bern, da, Bern. Bern? 4. Auch da ist noch Luft nach oben. Ich glaube, ihr habt keinen Todesstreifen, aber... Ja, genau. Übersetzung ist...
quasi, Jan, steh mal auf, komm. Das ist ja, darf ich vorstellen, das ist die deutschsprachige Jungle-Übersetzung. Jan betreibt das quasi als One-Man-Show, mehr oder weniger seit, ich weiß nicht wie viele Jahren. 8 Jahre inzwischen. Da war das Internet noch aus Holz und Joomla hieß noch Mambo, zumindest fast. Da hat er damit angefangen. Der Jan ist immer offen, wenn man mal wieder irgendwo in der Übersetzung einen Fehler findet. Ich habe die Tage einen gefunden, ich habe ihn wieder vergessen. Wenn ihr da was habt, schreibt es dem Jan. Und darüber hinaus, der Jan macht quasi die Übersetzung für den Joomla-Chor an sich. Es gibt eine ganz tolle Plattform, die heißt Open Translators. Das ist so eine Website, da kann man, wenn man gerade mal 15 Minuten Zeit hat, sich anmelden. Und dort sind, ich glaube, inzwischen einige 100 Joomla-Erweiterungen eingetragen. Und die haben so eine Online-Plattform, Dingsbums passiert im Browser. Ich sehe den englischen Text auf der einen Seite und trage den deutschen Text quasi als Übersetzung auf der anderen Seite ein. 1:1. Das ist auf Transifex-Basis. Das ist das, Transifex ist das Tool dahinter. Sehr, sehr coole Geschichte, weil man ganz unabhängig davon, wie viel Zeit man gerade hat und sind es nur 2 Minuten, irgendwo irgendwas Gutes tun kann. Sehr schönes Ding. Open Translators, wenn man das googelt, findet man das. Ist mir gerade erst eingefallen. Vereine ist, wir sind ja im deutschsprachigen Raum und wie Robert schon sagte, wenn man mehr als 7 Leute sind, gründet man einen Verein. Ist ein bisschen schwieriges Thema, glaube ich, ist so manchmal mein Eindruck. Einen habe ich jetzt hier schon gar nicht mehr gelistet, auch dafür dürftest du eigentlich nochmal aufstehen, Jan. Es gibt nämlich noch den hier nicht gelisteten Joomla Deutschland e.V., der inzwischen aber, glaube ich, so tot und nur noch so Papiertiger ist, dass ich es nicht mehr übers Herz gebracht habe, ihn dann noch drauf zu schreiben. Der Joomla Club und der Joomla Verband sind beides Vereine, Stiftungen, Zusammenfassung von Menschen in der Schweiz. Ich hoffe, ich trete keinem Schweizer auf die Füße, wenn ich sage, dass mein Eindruck von außen ist, dass man sich nicht immer ganz grün ist in den beiden Läden. Aber ich will die Hoffnung nicht aufgeben, dass ihr irgendwann wieder gemeinsam an einem Strand seht. Klammer auf, Klammer zu. Der Open Source CMS Österreich ist, wer hätte das gedacht, ein Open Source CMS Verein in Österreich. Gerade gegründet, ist Ausrichter des ersten Joomla Days dort. Das hat die Sigrid mit ein paar Kollegen gemacht. Und der Jane Beyond e.V., ehemals Mambo e.V., ist der, glaube ich, aktuell aktivste und größte Verein in Deutschland. Zur Namensgebung, das ist auch das gleiche beim Open Source CMS Österreich, Open Source Matters als Inhaber der Marke Joomla möchte nicht, dass es Vereine, Stiftungen, irgendwas rechtlich Anerkanntes gibt, was Joomla im Namen hat, weil man nicht möchte, dass es eine Verwechslungsgefahr gibt. Gott bewahre nicht, dass jemand die Menschen, die die deutsche Joomla-Community machen, für die deutsche Joomla-Community hält. Das wäre kritisch. Deshalb mussten wir uns was Kryptisches ausdenken und haben uns für Jane Beyond e.V. entschieden. Ich kann für die anderen 3 Vereine nur so mäßig viel erzählen. Für den Jane Beyond e.V. kann ich nur sprechen, weil ich da einer von den Vorstandsidioten bin. Wir haben 2 Arten von Mitgliedschaften. Das eine ist die Fördermitgliedschaft, wo es vor allem darum geht, den einen oder anderen Euro beizusteuern. Das fängt ab 50 Euro im Jahr an. Ich will aber auch genauso ehrlich sein, das ist für uns eigentlich fast der weniger interessante Teil. Der primäre Sinn von diesem Verein ist es zum ersten, die Veranstaltungen auszurichten, die wir machen, damit niemand seinen privaten Kopf dahin halten muss, wenn das Ding mal hops geht. Ne? Blöd. Und das andere ist, dass wir mit dem Verein eine Plattform für Leute bieten wollten, die wirklich sagen, ich möchte mich aktiv da reinhängen. Vielleicht auch mehr als mal 5 Minuten Übersetzung eintragen. Anmeldeformular gibt es online, nette Geschichte, sagt Bescheid, wenn ihr noch eins braucht oder was wissen wollt oder so. Websites gibt es 2 offizielle Joomla-Websites. Das eine sind die Schweizer, glaube ich, jetzt auch vor kurzem Relaunch gehabt, ne? Ist, glaube ich, ganz schick geworden. Und das andere ist joomla.de. Christian, steh mal auf. Darf ich euch Joomla.de vorstellen? Christian hat Joomla.de eigentlich auch seit Jahren jetzt schon als One-Man-Show an der Hacke. Hatte den Stefan Gabadi,
Gardings da, aus Österreich noch, der ihm designtechnisch unter die Arme gegriffen hat und, glaube ich, in den Anfangstagen auch darüber hinaus noch unterwegs war. Mittlerweile hat der beruflich leider andere Geschichten an der Hacke, weshalb Christian das mehr oder weniger alleine vorangetrieben hat. Und aus Frust darüber haben wir auf dem letzten Joomla Day gesagt, das kann so nicht bleiben, wir brauchen mal wieder ein paar Leutchen mehr, um das Potenzial, was so eine Länderseite ja doch hat, ein bisschen mehr auszuloten. Und ich weiß nicht, ob ich einen Screenshot habe? Nee. Ist auch egal. Es wird fieberhaft an einem Relaunch von Joomla.de gearbeitet und ich glaube, ich kann vorsichtig, aber sicher behaupten, wir sind diesem Relaunch sehr nah. Das wird jetzt zeitnah kommen und soll die Basis für das eben angesprochene Dienstleisterverzeichnis werden. Da wollen wir auch noch mal ein bisschen deutschsprachige Dokumentation und Tutorials sammeln. All das, was bisher auf 10.000 Seiten verteilt ist, soll nach Möglichkeit einfach ein bisschen gebündelter sein, damit man es schneller findet. YouTube ist ein Dokumentationsschatz, wenn ihr so wollt. Wir als Bekloppte vom JEP e.V., wir machen das ja schon ein paar Tage, haben schon die eine oder andere Veranstaltung durchgenudelt und haben irgendwann mal damit angefangen, den ganzen Schwachfug aufzuzeichnen. Und inzwischen haben wir die alle in einen YouTube-Channel gepackt und da sind, sage und schreibe, war mir auch nicht so klar, 453 Videos aufgelaufen. Das zumindest der Stand auf dem Screenshot. Ich habe heute schon wieder 4 hochgeladen, also 457. Da ist sehr viel, sehr gutes Zeug bei. Kann ich nur empfehlen, das mal durchzuschauen, wer das noch nicht kannte. Wir haben inzwischen 160.000 Klicks auf dem Kanal. Ist der Hauptgrund, warum man sich den Schwachfug hier überhaupt antut. Dann haben nämlich noch mal mehr Leute was davon, als jetzt nur ihr. Auch wenn das natürlich... Bitte? Habe ich überlegt, aber haben uns dagegen entschieden. Weil ich... Ja, bitte? Ja, genau. Also... Das, wenn er gleich hier auf den Record-Knopf drückt, dann ist das Video fertig und dann lade ich es nachher hoch. Und dann, also bis Mittwoch sind sie alle online, das ist der Plan. Zertifizierung ist ein Thema, da gab es, glaube ich, heute Vormittag schon einen Vortrag zu. Es wird vom offiziellen Joomla-Projekt eine Zertifizierungsmöglichkeit geben, wo ich mich im ersten Schritt quasi als geprüfter Joomla-Administrator zertifizieren lassen kann. Mittelfristig soll es da aber auch um Template-Entwicklerschulungen gehen und auch um richtige, in Anführungszeichen, Entwicklerschulungen, weil ich auch mal ein bisschen Code kenne. Ist, glaube ich, ehrlich gesagt eine Geschichte, die von dem einen oder anderen kritisch gesehen wird, weil es die Ängste gibt, oh Gott, man muss die Zertifizierung machen, sonst ist man ja raus, sonst hat man diesen Wisch nicht, aber ich kann das ja sowieso schon, muss ich das denn trotzdem, ist alles doof. Meine ganz persönliche Meinung dazu ist, dass wir in der Joomla-Community, glaube ich, schon ein Qualitätsproblem haben und dass eine Zertifizierung ein kleiner Baustein dazu sein kann, dass Joomla seinen Frickelruf, den es in einigen Szenen hat, einfach verliert. Von daher glaube ich, dass das Ding an sich ist eine gute Sache. Und zu der Zertifizierung gehört auch, dass Zertifizierungsunterlagen auf Deutsch übersetzt werden müssen, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wo diese Sachen im deutschsprachigen Bereich abgehalten werden, etc. pp. Der André Dreier, der Stefanie, glaube ich, die sind quasi die deutschsprachigen Abgesandten in der Zertifizierungsgeschichte. Wer sagt, oh, das klingt aber spannend, da habe ich Lust, mich einzubringen, kann die beiden ansprechen oder sich in Zweifel das Video von heute Vormittag nochmal angucken. Da erklären wir das auch nochmal ausführlicher. Hau rein. Gleich mal eine Frage. Es gibt ja jetzt leider schon Leute, die Joomla-Zertifizierungen verkaufen gegen Seminar, ja, oder sowas. Ja. Wird dann, wenn es die offizielle Zertifizierung gibt, dagegen was unternommen oder bleiben die dagegen stehen? Und ich kann sagen, ich habe das Original-Zertifizierung. Also, theoretisch könnte dagegen vorgegangen werden. Theoretisch könnte auch dagegen vorgegangen werden, dass Menschen Joomla-Domains widerrechtlich nutzen, sowas wie, es gab mal einen Fall, da hat jemand joomla-university.com registriert und das als offizielle Schulungsplattform verkauft. Das ist der einzige mir bekannte Fall in 10 Jahren Projektgeschichte, wo Open Source Matters als Namenrechtsinhaber mal dagegen vorgegangen ist und die Jungs freundlich aber stimmt darum gebeten hat, die Domain abzugeben. Ansonsten ist die Verteidigung des Markenrechts eine relativ schwierige Kiste im Joomla-Bereich und ich habe die Befürchtung, dass es im Zertifizierungsbereich ähnlich
sein könnte. Auf der anderen Seite, wenn das Projekt nur eine offizielle Zertifizierung anbietet, glaube ich, wird das für inoffizielle Zertifizierungsanbieter auch irgendwie witzlos. Von daher. Vor allen Dingen, weil die Joomla-Zertifizierung viel, 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 viel billiger sein wird. Davon mal ganz abgesehen. Okay. Das war Z und das war in, weiß ich nicht wie viele Minuten, allein schon 23 Möglichkeiten, wie ihr euch deutschsprachig in Joomla einbringen könnt. Da gibt es noch viel mehr. Auch das, was ihr gerade tut, ist eigentlich schon einbringen. Und ich möchte euch animieren, trotzdem noch mehr zu tun. Weil dieses A für alle zusammen uns zum ersten Mal seit Jahren wirklich die Möglichkeit gibt, Joomla nochmal richtig anzuschieben im deutschsprachigen Raum. Der ein oder andere von euch wird diese Google Trends Grafik kennen, wo die Joomla-Linie irgendwo mal sehr weit oben startet und dann über die Jahre abnimmt und scheinbar in der Bedeutungslosigkeit versinkt. Ich glaube, dass man das nicht zu sehr quasi auf die, wie heißt das, auf die hohe Waagschale, nee, auf die Goldwaage legen sollte. Ich glaube, dass wir nach wie vor ein sehr, sehr gutes Produkt haben, das eine sehr realistische Marktnische hat, genau genommen sogar zwei. Und dass es einfach jetzt an uns ist, dieses gute Produkt, das wir haben, mal wieder in die Welt hinaus zu transportieren. Da gehört zu, mal auf einer Entwicklerkonferenz, die nichts mit Joomla zu tun hat, einen Joomla-Vortrag zu halten. Da gehört dazu, mal beim WordPress-Meetup aufzulaufen und da Leute zu missionieren. Das hört der Sven jetzt wieder nicht gern, aber er hört ja sowieso wieder nicht zu. Joomla kann was. Und wir haben lange Jahre viel zu wenig davon erzählt. Von daher, packt mit an und dann, glaube ich, wird 2016 das Joomla-Jahr oder zumindest das Jahr, wo Joomla im deutschsprachigen Bereich nochmal richtig Fahrt aufgenommen hat. Fragen? Alle erschlagen von der Vielfalt an Informationen oder so. Das ist die eben angesprochene E-Mail-Adresse für alle, die eine Einladung in dieses Glip wollen. Wie gesagt, Glip wird mein neues Lieblingsspielzeug, um die Community-Sachen fürs nächste Jahr dann so ein bisschen zu bündeln und anzuschieben. Oh, und dann schauen wir mal. Ich glaube, das wird gut. Gut. Done.